Hallo und herzlich willkommen zurück zu Toonstruck. Ja, wir sind immer noch hier im Pub, in der Bar und wir haben mit dem Barkeeper ein langes Gespräch gehabt, haben was über das Mäuschen hier erfahren, dass die ein bisschen hier stört in der Bar und wenn wir es schaffen, sie zu fangen, gibt's eine Belohnung. Okay, aber wir haben noch nicht mit allen gequatscht, deswegen quatschen wir erst noch mit dem Rest. Gucken wir mal diese zwei Häschen hier an. Sieht nach einer fröhlichen Menschenmenge aus. Das hier ist Niedlingen. Was hast du erwartet? Okay. Sieht nach einer fröhlichen Menschenmenge aus. Okay, offensichtlich kann man nicht mit denen quatschen. Gucken wir uns mal diese Orgel an. Vielleicht sollte ich mich mal an der Orgel des Barkeepers versuchen. Ich bin sicher, es wird ihm gefallen. Okay, offensichtlich bringen wir damit das Mäuschen zum Tanzen. Wir probieren jetzt mal was. Wir nehmen hier Flux. Auf der Maus, nee, geht nicht. Flux? Mausefalle? Gib doch bitte der Mausefalle mal einen Klaps, ja? In Ordnung! Nimm das, du niederer Nager! Okay. Ja, du Applaus, hast Applaus. Ja eigentlich meine Frau beim Fondue. Oh, heilige Schocke, sie haben ja die Falle benutzt. Ich wollte doch nicht, dass der kleine Racker so verbeult wird. Oh, bloß keine Sorge. Wir müssen nur seinen Schädel wieder ein bisschen in die richtige Form kneten. Dann ist er wieder ganz okay. Ach ja, ich vermute, sie haben wohl recht. Thank you, Weltfreunde. Oh ja, bevor ich das vergesse, hier ist Ihre Belohnung. Ein alter Krug, das soll unsere Belohnung sein? Ich weet. Ein bisschen zu viel, oder? Aber ich bestehe darauf, dass Sie ihn annehmen. Sie beide haben ihn sich redlich verdient. Was sollen wir bloß mit diesem Müll anfangen, Flux? Ich hätte da ein paar gute Ideen. Okay. Tun wir erstmal ins Inventar. Ein alter Krug aus der Kneipe, der leck ist. Okay. Die Tasten. Können wir das Mäuschen nehmen? Wir können sie nehmen. Sehr schön. Ab in den Beutel. Eine bewusstlose und leicht angekratzte Maus. Okay. Was macht der denn da? Okay, gehen wir raus aus der Bar. Dann bleibt's noch die Arcade. Gehen wir da mal rein. Okay, schauen wir uns erstmal um. Was ist das hier, ein Glücksbärchi? Sieht fast so aus, ne? So ein Glücksbärchi. Ich verstehe nicht, was daran schön sein soll. Ich meine, simulierte Gewalt. Wozu simulieren? Kein Kommentar. Das ist der Kassierer. Was haben wir denn hier noch? Okay, was steht da drauf? Ein Bär, noch ein Spieler. Videospiel klebt. Okay, wir können hier eine Runde spielen. Was haben wir denn da? Kraftometer. Ich sollte erst mal mit dem Kassierer reden. Wer weiß, was die hier für Hausregeln haben. Okay. Quatschen wir mal mit dem. Werter Herr, ich bin Mal Block und das hier ist Flux W. Wild. Nett, Sie kennenzulernen. Tja, also, ist das hier eine Spielhalle? Nein, es handelt sich hier um einen Blumenladen. Nur sind uns leider gerade alle Blumen verschimmelt. Natürlich ist es eine Spielhalle, Sie Hornochse. Mal, hast du das gehört? Du bist von einem Niedlinger runtergemacht worden.
Malblock, runtergeputzt von einem Schwachpups. Oh, Junge, ich kann mir nichts Erniedrigenderes vorstellen. Warte, bis das die anderen alle hören. Das wirst du nie wieder los. Meine Damen und Herren, mein Freund Flachs W. Wild. Okay. Wissen Sie, ich dachte immer, Niedlinger sollten fröhlich und hilfsbereit sein, liebenswert und großzügig. Sie hingegen erscheinen mir erstaunlich stinkig. Okay, okay, Sie haben mich erwischt. Ich bin nicht hier aus der Gegend. Ja, hey, ich kenne Sie doch. Sie hatten auch so einen Schuppen im Trickreich. Warum haben Sie dem Heimatland den Rücken gekehrt? Lausiges Geschäft. Es ist nicht so leicht, einen Tricky zu linken. Das sind alle Schlaumeier. Jau! Also bin ich rübergekommen, um diese netten, lächelnden Niedlinger Schwachköpfe zu zu unterhalten. Ist vielleicht nicht allzu ruhmreich, aber es ernährt seinen Fisch. Niedlinger abzocken, das ist ja wohl wirklich begnadet. Brauchen Sie einen Partner? Er meint das natürlich rein theoretisch. Meine ich? Also theoretisch gesprochen? Nein! Wenn Sie mich fragen, die Ultra-Gutgläubigen hinters Licht zu führen, klingt nicht nach einem sonderlich lohnenden Berufsweg. Wo ist die Herausforderung? Wo ist der Spaß? Also in meinem Beruf. Aber genug von mir. Wir reden ja über Ihren Karriereknick hier. Mal, bist du durchgeknallt? Das alte Fischstäbchengesicht hier ist ein Genie. Er hat's geschafft. Klar, sicher doch. Im Schatten geschafft. Abgesehen von dem winzig kleinen Schönheitsfehler, dass ich hier in Niedlingen leben muss. Und das heißt, dass ich den Leuten in den niedlichen, süßen, kuscheligen, kleinen Hintern kriechen muss. Oh, hallo, alter Freund. Sind die Blumen zu dieser Jahreszeit nicht außerordentlich entzückend? Einen schönen, schönen Tag noch. Mann, jedes Mal, wenn ich so einen Mist stottern muss, stirbt ein Stück von mir ab. Der ist aber echt grimmig drauf. Das in der Mitte scheint nicht sehr beliebt zu sein. Wackman? Das liegt daran, dass es aus dem Trickreich stammt. Meine pelzigen kleinen Kunden hier bevorzugen liebe, liebe Niedlingerspiele. Wie Sweet Fighter. Sweet Fighter? Man schmeißt sich gegenseitig Komplimente an den Kopf. Passt. Und das ist Ihr populärstes Spiel? Ja, zusammen mit Mortal Douchebutt. Ich frag lieber nicht. Besser nicht. Aber Wackman, also das ist wirklich ein Spiel. Und bei all meiner Freizeit, statt meine Tentakel in den Schoß zu legen, naja, sagen wir mal, ich bin inzwischen recht gut darin. Es gibt sogar eine Art inoffizielle Wette. Wenn mich irgendwer bei Wackman schlagen kann, bekommt er von mir persönlich einen der Hauptpreise der Spielhalle. Diese faszinierende, praktisch goldene Kette. Praktisch golden? Hey, das ist ja fast wertvoll! Tja, ich habe zwar keine Ahnung, wie man Wackman spielt, aber ich bin noch nie einer größeren Herausforderung aus dem Weg gegangen. Oder einer größeren Erniedrigung. Was ist, machen wir ein Spielchen? Klar, Kumpel. Wenn Sie mich schlagen, gehört die Goldkette Ihnen. Okay, gucken wir mal, ob wir Wackman raffen. Kämpfen. Was muss ich tun? Muss ich mit der Tastenkombination hier, oder was? Was muss ich tun? Wieso habe ich jetzt hier Flachs? Bin ich das jetzt? Nein. Was muss ich tun? Gibt's ja auch eine Anleitung? Mein Kumpel Flachs. Ich weiß nicht, was man hier machen muss, ne? Champion. Kein Plan, was ich machen muss. Freundlicher Spielhallenkassierer. Nur, dass er nicht freundlich ist. Und nicht ganz normal. Also mit der Maus hat nichts funktioniert. Vielleicht muss ich irgendwie mit Tasten hier was machen.
Okay, labern wir mal über den König Nick. König Nick? Sie müssen ihn doch einfach lieben. Ich meine, man ist doch wirklich verpflichtet, ihn zu lieben. Stimmt's? Oh, er ist der fröhlichste, netteste König von ganz Niedlingen. Ich salutiere vor ihm. Um die Wahrheit zu sagen, der Typ ist viel zu fröhlich. Find ich zum Kotzen! Also was ist los? Wollen Sie jetzt was spielen hier oder nicht? Ich glaube, ich weiß, wie dieses Kraftometer-Dings da funktioniert. Man versucht, die Glocke zu läuten, stimmt's? Jo, das ist schon alles, was Sie tun müssen, um einen der Hauptpreise zu gewinnen. Diese Flasche feinsten Chablis. Ich habe sogar einen Glückshammer hier. Genau das Richtige für Sie. Bewundere ich dich dafür, dass du es versucht hast. Ich kenne den gar nicht. Den habe ich im Leben noch nie gesehen. Okay, das war ein Gummihammer. Der bringt uns natürlich nichts. Von dem werden wir wahrscheinlich keinen richtigen Hammer bekommen. Wie zum Geier funktioniert Wackman? Okay, ich werde hier einen kleinen Cut machen, werde mal schauen, wie das funktioniert und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Das war jetzt kein Ton. Das ist schon ein bisschen verpackt. Aber wo ist der Ton? Okay, ich habe die Kette. Ich habe die Kette, aber mein Ton ist weg. Wieso spricht er nicht mehr? Na. Okay, ich mache hier nochmal einen Cut und starte nochmal neu. Vielleicht kommt dann wieder das Gebabbel. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Und jetzt gucken wir mal, ob die Sprache hier wieder funktioniert. Mit Tentakeln versehener. Tachchen Kraki! Sehr schön. Okay. Eigentlich haben wir schon über die Sachen hier gesprochen. Ach, vergiss es. Mir fällt gerade ein, ich hasse Meeresfrüchtchen. Ich auch. Mag ich auch nicht. So. Gehen wir hier mal weiter raus. Okay, also wir waren jetzt in jedem Laden. Gehen wir hier mal weiter. Das ist Fluffy Schnuckelhäschen und ziemlich in Eile. Vielleicht ist sie spät dran für eine sehr wichtige Verabredung. Okay, Fluffy Schnuckelhäschen. Was haben wir denn hier alles? Das sieht ja sehr... Oh. Wenn wir Widerlust nicht aufhalten, wird eines Tages ganz Niedlingen so aussehen. Okay, Fluffy ist anscheinend sehr traurig. Was haben wir denn hier noch? Wir können diesen Weg hier entlang. Wir quatschen erstmal mit Fluffy. Fluffy Schnuckelhäschen, nehme ich an.
Ja, ja, das bin ich. Okay, die hat aber eine gruselige Stimme. Wie geht's dir heute, Fluffy? Ich bin knuffig und knuddelig und niedlich und kuschelig. Und mir kann's nicht besser gehen. Upsi! Ich hab da, glaube ich, gerade ein ganz klein bisschen geflunkert. Wisst ihr, seit dieser böse, böse Widerling Widerlos angefangen hat, Niedling mit seiner schlimmen Maschine böse zu machen, war ich immer ein ganz kleines bisschen schlecht drauf. Dieser böse Mann ruiniert alles. Schaut euch nur meine Wiese an. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist einfach nicht fair. Oh mein Gott, jetzt hör mir bloß einer zu. Ich bin ja ein ganz, ganz mieseliger Mieselpeter. Ich sollte euch willkommen heißen. Willkommen, willkommen. Also vielen Dings da. Vielen Dank. Nein, ich habe euch zu danken. Ich finde so gerne neue Freunde. Oh Mann, ist das ein wunderschöner Tag. Okay, wir quatschen mal weiter mit ihr. Ich schätze, die Angriffe von Widerlos gehen dir ziemlich auf den Keks, was? Oh Himmel, ganz schlimm. Aber es wird noch viel, viel schlimmer. Sieh mal. Irgendwer hat mir diese Zuckerwatte gegeben, um mich aufzumuntern. Aber ich mag viel lieber Popcorn. Was habe ich bloß getan, dass ich das verdient habe? Ich bin doch nur ein putziges, niedliches, kleines Häschen mit ganz glänzendem, weichen Fell. Warum ich? Warum ich? Genau. Ja, schon ganz schön dramatisch. Wenn man sich so ansieht, was Widerlos mit dieser Wiese angestellt hat, sollten wir uns wohl freuen, dass er nicht uns getroffen hat. Wisst ihr, ich glaube, das haben wir meinem Glücksbringer zu verdanken. Oh, ein Glücksbringer? Oh, nichts Besonderes. Nur eine kleine Hasenpfote, die ich in meiner Hosentasche habe. Flachs? Ach, lass nur. Ich weiß doch, dass er eigentlich versucht hat, was ganz Nettes zu sagen. Sowas wie, wie liebenswert doch Häschen sind und wie sie einem Glück bringen. Denn sonst hätte er doch lieber gar nichts gesagt. Na, ich weiß ja nicht. Herr mit der Zuckerwatte. Sag mal, Fluffy, was ist denn so schlimm an Zuckerwatte? Naja, nichts eigentlich, glaube ich. Außer dass... ich Zuckerwatte hasse! Oh, mein armes kleines Bäuchlein! Schmerz! Pein! Aua! Die übertreibt so echt. Oh, sag mal, Mann. Fluffy, was genau machst du eigentlich hier so? Machen? Naja, mein Job ist doch, das niedlichste kleine Häschen in der ganzen weiten Welt zu sein. Meine großen Häschenohren sind doch so knuddelig. Mein kleiner Häschenpopo ist doch so knuddelig. Hey, sogar meine winzig kleinen Pupserchen sind knuddelig. Dreimal hoch, ein Hoch auf mich. Und ich bin sicher, diese winzig kleinen Pupserchen duften sogar besser als Blümchen, was? Na und ob? Möchtest du mal an meinem süßen, flauschigen Pupöchen schnuppern? Tja, rate mal, was schätzt du denn? Nein! Kennst du König Nick? Oh ja! Ich hab den alten Nicky ja so lieb! Er ist so gut und weise und lustig und gut aussehend! Gut aussehend? Aber natürlich! Jeder sieht doch auf seine ganz eigene Weise gut aus! Sogar ihr! Das ist ja nett. Nett ist meine Spezialität. Okay, Fluffy gibt mir anscheinend ja, nicht die Zuckerwatte. Dann mal wieder weg. Oh, es ist immer so traurig, wenn Freunde weggehen.
Aber was soll's? Oh, ich würde der Welt jetzt so gerne einen ganz dicken, schmatzigen, Fluffy-Schnuckelhäschen-Schmatzer geben. Würdest du das nicht auch gerne tun? Klar, glaub schon. Kannst du aber nicht, weil du nämlich nicht Fluffy-Schnuckelhäschen bist. Wofür ich auf ewig dankbar bin. Oh ja, das glaube ich. Wenn wir Widerlust nicht aufhalten, wird eines Tages ganz Niedlingen so aussehen. Okay. So, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Belehrung. Da ist noch ein Weg. Gehen wir den mal entlang. Tschüss, Fluffy. Du nervender Hase. Oh, wo sind wir denn hier? Eine Vogelscheuche? Eine Scheune? Ein Maisfeld. Die Musik. Sehr schön. Ein Stall. Okay, wir können mit der Vogelscheuche anscheinend sprechen. Tun wir das mal. Hallo? Mal, was zum Kuckuck machst du da? Och, ich dachte nur, vielleicht, weißt du... Du dachtest, dieses zusammengeflickte Bündel Stroh wäre lebendig, stimmt's? Nein. Naja, okay, vielleicht habe ich das gedacht. Ist ja nicht so, dass ich hier nicht schon komischere Sachen erlebt hätte. Oh, mal... Sogar in meiner Welt ist eine Vogelscheuche nur eine... Hallo? Vogelscheuche? Was sagtest du gerade? Hallo? Hat mich einer von euch Fleischklöpsen als zusammengeflicktes Bündel Stroh bezeichnet? Oder war das alles nur ein hässlicher Traum? Ich weiß es nicht. Träume sind ja das absolut Merkwürdigste auf der Welt, nicht? Ich hatte da vor kurzem einen absolut göttlichen... Ich schwebte hoch über der Welt. Der Wind trug und streichelte mich sanft, während ich elegant Kurven und Pirouetten durch die Lüfte zog. Und während des ganzen Traums trug ich diesen mintgrünen Chiffonschal, der einfach umwerfend aussah. Ach, es kann einen wirklich ziemlich fertig machen, aus so einem Traum aufzuwachen, stimmt's? Ja. Also die Stimme von der Vogelscheuche, die kommt mir auch und, irgendwie bekannt Mr. Vogelscheuche, vor. Was machen Sie hier so? Einfach nur rumhängen? Wohl kaum. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich kümmere mich um meine Babys hier. Deine Babys? Die Krähen natürlich, Süßer. Die Krähen. Vielleicht solltest du nochmal einen Blick in deine Stellenbeschreibung werfen. Soweit ich unterrichtet bin, sollen Vogelscheuchen eigentlich Vögel verscheuchen. Nur zu deiner Information. Ich bin keine Vogelscheuche. Ich bin eine Fütterscheuche. Wer glaubst du kümmert sich um die ganzen kleinen Vögelchen? Florence Nightingale oder der Klapperstorch? Klingt irgendwie logisch. Und glaubt mir, Vögel zu erschrecken ist ja schön und gut. Aber um sie zu hegen und zu pflegen, braucht es schon ein ganz anderes Kaliber. Alleine der Verschleiß beim Körnerstreuen. Schaut euch nur diese Hände an. Sind das vielleicht die Hände von jemandem, der nur auf dem Feld herumlungert? Wie schon die Dame im roten Fenster sagte, glaube ich nicht, Matrose. Tja, ich schätze, das ist die Strafe dafür, dass ich keine Gummihandschuhe trage. Aber habt ihr euch mal die Farben angeguckt, in denen die Dinger hergestellt werden? Bäh, nein, danke. Da sollen mir doch lieber die Hände am Ärmel abfallen, bevor ich mit solchen Modefauxpas rumlaufe. Ich weiß, ich bin schrecklich, nicht wahr? Also, ich muss schon sagen, du bist die bestgekleidete Vogelscheuche, ich meine natürlich Fütterscheuche, die ich je getroffen habe. Ach, du bist aber ein alter Charmeur, du. Der Mantel gefällt mir. Er ist gut. Dieser alte Lappen? Ich hasse ihn. Ich nenne ihn immer Mantel des Schweigens. Aber ich habe ja in dieser Angelegenheit nicht viel Auswahl. Ach, ich würde alles geben für ein schönes, neues Outfit. Das bedeutet, ich würde diesen Mantel dafür hergeben. Weil der alles ist, was ich besitze. Ihr Jungs könntet euch nicht vielleicht überwinden. Aber nein, was sag ich denn da? Das kann ich doch nicht machen. Das wäre doch viel zu viel verlangt. Ich schätze, wir könnten dir da schon helfen. Wirklich? Das würdet ihr tun?
Höre ich wirklich, was ich zu hören glaube? Wir gehen shopping? Klamotten kaufen für eine Vogelscheuche? Ich sag dir was. Du gibst uns den Mantel und wir besorgen dir einen netten Trainingsanzug oder so. Ein Trainingsanzug? Ein Assifrack? Wie überaus abscheulich. Nein, es muss schon die richtige Kleidung sein. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag und das ganze Jahr tragen kann. Aber nichts zu derbes. Auf gar keinen Fall Pelz. Ich hasse Tierquälerei. Nichts zu offizielles. Andererseits will ich auch nicht wie ein Clown aussehen. Und nicht zu viel Klimperkram. Natürlich auch keine Frauenklamotten oder etwas zu ultramodernes. Aber das ist ja wohl selbstverständlich. Hilft euch das? Klar doch. Ich weiß jetzt genau, welche Kleidung du brauchst. Ja, ich auch. Eine Zwangsjacke. Okay, das Gespräch ist noch nicht vorbei. Es muss doch ziemlich einsam sein für einen, geselligen Kerl wie dich, so auf dem leeren Kornfeld rumzuhängen und so. Genau! Mit wem willst du denn hier reden? Dieser Mais hier ist doch strohdoof! Tja, ihr versteht mich schon ganz gut. Dabei plaudere ich doch so gerne. Hier mit euch zu reden macht so viel Spaß. Ich fühle mich pudelwohl. Ich habe das Gefühl, ich könnte euch beiden alles erzählen. Einfach alles. Und ihr würdet mich verstehen. Oh, schön. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe meine Babys. Gott segne ihre kleinen gefiederten Herzchen. Aber mit denen mal so richtig zu tratschen, das ist eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ihr wisst schon, was ich meine. Man muss ihnen allerdings zugutehalten, dass sie ausgezeichnete Zuhörer sind. Und wir wissen ja alle, wie wichtig das ist. Ich meine, könntet ihr nicht auch losschreien, wenn ihr an jemanden geratet, der einfach immer weiterredet und redet und redet und euch gar nicht zu Wort kommen lässt, oder? Genau! Okay, wir quatschen nochmal über König Nick. Ich schätze, du kommst nicht oft dazu, den Palast zu besuchen. Richtig geschätzt, Honey. Aber hin und wieder habe ich doch die Gelegenheit zu einem kleinen Plausch mit König Nick. Der arme, arme Mann. Mir tut er auch leid. Es muss ganz schön hart sein, wenn einem das Königreich angegriffen wird. Ach, du großer, dummer Junge. Das ist doch nun wirklich die geringste seiner Sorgen. Ich meine, guck dir doch bloß mal seine Klamotten an. Hä? Diese königlichen Ruben im Schlabberlook, bäh. Davon bekomme ich ja Heuschnupfen. Man sollte doch meinen, so ein Monarch könnte sich einen Schneider leisten. Also wenn ich König wäre, dann wäre makellose Kleidung aber erste Bürgerpflicht für alle meine Untertanen. Unnötig zu erwähnen, dass ich mit gutem Beispiel voranginge. Und eines könnt ihr mir glauben. Ich würde hart durchgreifen bei Subjekten, die bei ihrer Kleidung trotzdem schlechten Geschmack zur Schau stellen. Ich würde mit eiserner, angefeuchteter Faust in einem kirschfarbenen Samthandschuh regieren. Das wäre doch eine schnuckelige kleine Welt, nicht wahr? Klar, eine Modediktatur mit einem Strohmann an der Spitze. Klingt affengeil. Ja, total. Also, wenn wir dir was Neues zum Anziehen bringen, gibst du uns deinen Mantel. So war's doch abgemacht. Honey, für eine neue Kluft gebe ich euch meinen Mantel und singe den zweiten Akt aus der Westside Story. Danke, aber ich glaube, der Mantel genügt völlig. Tja, wie wär's denn mit einem hübschen Parka? Ein Parka? Was hast du vor? Willst du, dass ich vor Scham sterbe? Oder vor Eintönigkeit verschimmle? Ach, diese schreckliche Monotonie. Ich kriege keine Luft mehr. Okay, kein Parka. Also, was sollen wir dir denn dann holen? Ich hab's euch doch schon mal gesagt. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag und das ganze Jahr tragen kann. Aber nichts zu derbes. Auf gar keinen Fall Pelz. Ich hasse Tierquälerei. Nichts zu offizielles. Andererseits will ich auch nicht wie ein Clown aussehen. Und nicht zu viel Klimperkram. Natürlich auch keine Frauenklamotten oder etwas zu ultramodernes. Aber das ist ja wohl selbstverständlich. Naja, zumindest ist er nicht wählerisch. Okay. Ja, wir müssen dann mal weiter. In Ordnung, Jungs. Aber vergesst euren Freund die Fütterscheuche nicht. Haltet mich auf dem Laufenden. Als ob ich überhaupt laufen könnte.
Okay, der gute Mann oder die Fütterscheuche will hier neue Klamotten. Schauen wir mal, wo wir die finden. Ich glaube, im Inventar habe ich nichts. Nö. Da haben wir gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und dann schauen wir mal, ob wir beim nächsten Mal hier neue Klamotten für die Fütterscheuche finden. Bis dahin, bye bye.